Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ein Tequila 10 Jahre ist, du hast in einer Blindverkostung absolut keine Chance zu erkennen, dass das ein Tequila ist. Du glaubst eher, dass das ein Bourbon ist, weil das Holz die ganzen feinen Tequila-Aromen komplett zusammenzimmert. Und du hast sicher recht, mit 3, 4 Jahren ist die Balance noch sehr gut mit dem Holz und danach wird das Holz eben zu dominant. Aber gibt es nicht zwischen den Weißen und den Reposada auch noch ein Mittelding vom Produkt her, ja, von der Produktseite? Es gibt, also das ist auch eine Marketinggeschichte, es gibt den Roven. Wie gesagt, alles, was unter 2 Monate abgefüllt werden ist, kann sich dann also als Roven benennen. Aber das sind für mich Spielereien. Also für uns gibt es diesen Blanco, den Reposado und den Anejo. Also es, wie gesagt, die Grenze sind diese 2 Monate und ab 2 Monaten ist es eben ein Reposado. Ich muss dir was erzählen. Ich war vor einigen Jahren ungefähr eine Woche im Tequila-Gebiet und jeden von unseren Zusehern kann ich nur empfehlen, einmal von Guadalajara weg mit dem Tequila-Express ins Tequila-Gebiet zu fahren. Das ist der totale Wahnsinn, das ist Lebensfreude pur mit der ganzen Musik. Wenn jemand in dieses Gebiet fahren will, was würdest du ihm empfehlen? Ja, genau wie du sagst, meine Frau stammt ja aus Guadalajara, aus Tlaquepaque, das würde ich auf alle Fälle besuchen. Das ist so ein, Guadalajara ist ja groß, hat ja im gesamten Raum 8 Millionen Einwohner. Aber Tlaquepaque, dort wo meine Frau herkommt, ist ja so ein Künstlerdorf, wo es sehr viel Kunsthandel gibt und schöne Kunstwerke. Ich würde mir dort ein schönes Hotel nehmen. Und dann, wie du genau gesagt hast, dann würde ich von dort aus mit dem Tequila Express nach Tequila gehen. Da fährt man übrigens direkt bei unserer Distillerie vorbei. Wir haben ja eine eigene Abfüllanlage und eigene Mitarbeiter, die unseren Tequila abfüllen. Wir sind auch in Planung, unsere eigene Distillerie zu machen. Und jeder herzlich willkommen. Also die Erika freut sich mit ihrem Team. Wenn Sie bei uns vorbeischauen, die Leute sind dann immer ganz begeistert, wie aufwendig eigentlich das ist, so einen Tequila zu machen. Und dann würde ich auf alle Fälle einen Tag auch in Tequila selber verbringen. Mittlerweile ist es sehr hochtouristisch geworden, weil Tequila derartig boomt. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und da gibt es das eigene Tequila-Dorf, ist schon ein spannendes Erlebnis. Und dann würde ich dort in die La Capilla gehen. Das war einmal einer der Top 50 Bars der Welt. Wenn man da reinkommt, glaubt man das gar nicht, weil es ein bisschen, es ist sehr sporadisch, spartanisch eingerichtet, aber hat einen irrsinnigen Kultcharakter. Dort ist auch die Batanga gemacht worden. Und da ist immer der Besitzer, der leider jetzt schon verstorben ist, drinnen gesessen mit seinen Buben, die an der Bar gearbeitet haben. Und es ist irrsinnig kultig, weil dort sitzt man und dann kommen die Leute rein und singen und jeder ist gleich willkommen. Also da hat man keine Chance, dass man alleine an der Bar steht, sondern man wird aber von dieser Lebensfreude vereinnahmt. Und das ist, was mir persönlich einfach mich fasziniert ist, weil das einfach ein Lebensgefühl ist, gemeinsam mit dem Tequila, das einzigartig ist und das man auch nicht bei uns so erleben kann. So, Lebensgefühl, singen, trinken. Du hast ja einige Produkte vorbereitet, probieren wir die gemeinsam und kommentiere sie bitte. Was ist das erste Produkt, ja, was du hast? Also das erste Produkt, wir beginnen mal mit unserem Tequila Blanco. Ja. Also wie gesagt, der wird direkt nach der Destillation in das Eichenfass abgefüllt. Der Blanco wird auch ins Eichenfass abgefüllt. Heute habe ich jetzt verrät, natürlich in die Flasche abgefüllt. Entschuldigung, ja. Sehr gut. Schauen wir mal. Wie gesagt, das ist ein 100% Agave, 8 Jahre alte Agave. Also die Geschmäcker sind ja immer verschieden, also für mich. Auch was die Gläser angeht, du verwendest einen Cognac-Schwenker, ihr hochmodernes Glas. Soweit zum Thema. Ja, du bist moderner wie ich. Man sieht's. Aber wichtig ist natürlich auch das richtige Glas beim Tequila. Ja. Also keine Schottgläser zu verwenden. Weil wenn man es im Schottglas trinkt, kann sich das Aroma nie entfalten. Und natürlich ist auch immer dieser Reflex, also wir haben am Anfang auch die Schottgläser gehabt, dass die Leute einfach den Tequila runterkippen. Und das ist genau das, was ich nicht will.
Ich will, dass unsere Menschen oder unsere Freunde, unsere Kunden den Tequila in einem schönen Glas genießen. Also das ist eine schöne Agave-Note noch im Blanco drinnen, noch viel mehr wie beim Reposado und Añejo. Entschuldigung, wie würdest du die typische Agave-Note oder Agave-Note beschreiben in der Nase? Was ist für die da die Bandbreite? Ja, es ist halt, es riecht bei mir einfach stark noch gekochter Agave, ein bisschen minzig, ein bisschen Zitrus, Früchte. Ja, also sehr, sehr, sehr viel Zitrusfrüchte für mich. Ja, im Geschmack. Ja, und leichte, für mich auch noch leichte Vanillenoten. Es kommt sehr stark eben dieser gekochte Agave-Geschmack raus. Und sehr, sehr leicht und sehr fein im Abgang. Also gut zu trinken, einfach zu trinken und zu genießen. Okay, dann das nächste Produkt. Das nächste nehmen wir den Reposado. Wie gesagt, der Reposado ist normalerweise 2 Monate im Eichenfass gelagert. Wir lagern unseren Reposado 8 Monate im Eichenfass. Spiritosen sollte man ja am Morgen verkosten, da hat man die besten Sinne noch und in Zimmertemperatur ist auch wichtig. Also ich sage natürlich keine, also ich sage ja, ich will keinem was vorschreiben, wie er es trinken soll. Jeder soll es trinken, wie es ihm Spaß macht, wie es für ihn am besten ist. Weil immer wieder gefragt wird, soll man es mit Eis trinken? Wenn er das machen will, dann kann er es ja machen. Also für mich persönlich ist es pur ohne Eis und in Zimmertemperatur. Ja, und da kommt dazu merkt man schon ganz stark, also die noch stärker Vanille, Karamellnoten. Merkst du da die Weißeiche, auch vielleicht ein bisschen das Bananige, was eben die Bourbonfässer haben? Banane, ja, auf alle Fälle. Ja, das ist sehr typisch. Und im Geschmack? Da geht halt für mich noch weicher nach unten, ist sehr vollmundig, also noch stärkere, also Vanille- und Karamellnoten drinnen. Ja, und also eindeutige Bourbonnoten auch dabei. Aber trotzdem immer noch die Agave sehr präsent. Also nicht so wie beim Blanco natürlich, aber sehr präsent. Und das ist auch unser Produkt, wo wir immer sagen, also wenn man, ich muss sehr oft die Leute zwingen, also ich war gerade bei einer Messe in Basel und du musst wirklich die Leute zwingen und zu dir bringen am Stand und sagen, probier es, weil die Leute einfach das immer noch im Kopf haben, das tut mir persönlich weh. Aber wenn ich dann irgendwen überzeugen kann, dann gebe ich ihm einen Reposado und dann ist immer der gleiche Effekt. Also sind dann begeistert und erzählen es halt allen und dann kommen die Leute zu uns und versuchen das auch zu trinken. So, jetzt kommen wir zu unserem Añejo. Ich habe den Añejo auch da. Nur, wir haben jetzt ein bisschen ein Zeitproblem. Den müssen wir ruckzuck verkosten, bitte. In Duft und in Geschmack. Ruckzuck? Ja, das müssen wir leider im Express-Tempo machen, so wie der Tequila Express. Der dauert zum Glück einen ganzen Tag. Das ist gut. Was hast du da in der Nase? Ja, also der 18 Monate im Eichenfass. An der Nase, also da kommt für mich sehr stark, also getrocknete Früchte für mich. Sehr stark als schokoladiger, also Chocolate-Noten. Also nehmen wir immer für Zigarrenverkostung und überraschen die Leute. Passt sicher gut. Im Geschmack? Ja, kommt einfach das Bourbonfass viel, viel stärker raus und wie schon gesagt, diese Chocolate-Noten ganz, ganz stark in den Vordergrund. Entschuldigung, das sind alle 40%, oder? 40%, ja, genau. Mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar, was wir nicht besprochen gehabt haben, das hätte ich noch gerne ergänzt. Die blaue Webergarfen gehört ja zum Spargel, botanisch gesehen, oder? Ja, richtig, genau. Ist ein Spargelgewächs und jeder sagt, das ist ein Kaktus. Was nicht. Ja, das fällt mir auf. Und was ich gerne ergänzt habe, meine Erfahrung macht, der typische weiße Tequila ist die Bandbreite auf der anderen Seite, von der fruchtigen Seite, von Apfel, Birnen über Hefe, bis im Grunde genommen ins Tomatige, so wie ein Tomatensaft mit schwarzem Pfeffer,
kann je nach Anbaugebiet, wo es eben die Tequila-Pflanzen bzw. die Bienen geerntet worden ist, bis komplett in den Enzian hineingehen. Hans-Peter, was die wenigsten Leute wissen, die blaue Weber-Agaven gehört ja zur, botanisch gesehen zur Gruppe des Spargel. Ja, genau, absolut richtig. Und das weiß eigentlich kein Mensch, dass es zu den Spargelgewächsen gehört, weil jeder die blaue Agave mit dem Kaktus verbindet. Und sind dann immer überrascht, wenn man dann erklärt, dass es eben nicht so ist. Ja, und eine kurze Anmerkung noch vielleicht zum Tequila, was wichtig ist. Also bei uns ist es so, dass die Leute dann immer wieder fragen, ah, der schmeckt ja ein bisschen anders wie der letzte. Also es ist ja wirklich so, dass wir, es ist wie beim Wein. Also jede Lotte, jede Abfüllung bei uns schmeckt einfach ein bisschen anders, was immer daran hängt. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Prozess dauert ja fast 10 Jahre, bis ein Tequila fertig ist. Und deswegen gibt es so viele Einflussfaktoren, dass es wie beim Wein einfach jeder Jahrgang oder jede Lotte einfach anders schmeckt. Ja, es ist ein Lebensmittel. Es wird in Handarbeit produziert, es hat keinen industriellen Standard. Dadurch gibt es natürlich eben in Nuancen diese Abweichungen. Aber was ich da noch sagen wollte, beziehungsweise eben ergänzen zu diesem Thema, was meine Erfahrung ist, wenn jetzt die ganze Bandbreite, die aromatische von einem normalen Tequila, einem Weißen hernehme, dann habe ich praktisch auf der einen Seite alles, was mit Früchten, was mit Zitrus mehr oder weniger zu tun hat, von Apfel, Birne, über Hefe bis hin in das ganze Gemüsige, was genauso in die Sellerie hineingehen kann, genauso in Tomaten, Tomaten mit schwarzen Kriebern im Pfeffer, bis hin, und das ist eben für mich total interessant, bis zum Enzian, so wie bei uns der Enzian wirklich riecht und schmeckt. Und was der Grund wahrscheinlich ist, es hängt davon auch ab, ob in der Semiwüste eben in dem ganzen Anbaugebiet die Pflanzen groß wird, bis er eben verzuckert wird oder eben, wo sie besser gesagt wächst. Und das ist eben ja, das, was ich abschließend noch dazu sagen kann. Ich möchte mich bei dir für das Gespräch heute recht herzlich bedanken. Super, dass du uns so viel Input gegeben hast. Und bedanken möchte ich mir natürlich auch bei unseren Zusehern, die hoffentlich wieder sehr viel Interessantes, Geistiges mitbekommen haben. Und ganz zum Abschluss jetzt, Humus hat Tequila musikalisch dargestellt. Zu Mexiko, zu Tequila gehört ja auch die Musik. Und wir hören jetzt zum Ausklang noch den Sound of Tequila von der Kärntner Band Humus. Danke fürs Zuschauen, pfiat euch.